Mann, Sophia, ist das heute schwül. Ja, Clara ist doch total toll, wenn das schwül ist. Besser als Regen. Ja, du Mami, sag mal, können wir noch ein bisschen ins Wasser? Ja, klar, geht schon. Aber geht bitte nicht so weit rein. Es ist heute sehr windig. Boah, ey, guck mal da, Lukas. Da ist so ein Windsurfer. Das ist ja mega cool. Ist bestimmt voll einfach, oder? Oh Mann, ey, eine Woche haben wir schon rum. Nur noch eine Woche, die wir hier sind. Ach ja, aber wir haben bestimmt noch eine schöne Zeit. Hey, wartet auf mich. Ich muss ja noch meine Taucherbrille und meine Schwimmflossen aufsetzen. Hey, nicht so schnell. So, und jetzt auch schnell hier die Schwimmflossen anziehen, damit ich auch gut tauchen kann. Ja, sei auf jeden Fall vorsichtig. Es ist heute ein bisschen windig. Ja, nee, ich bin immer vorsichtig. Mach dir keine Sorgen, Papa. Och, mir ist heute so warm. Ja, mir auch, Nele. Das Wasser ist auch gar nicht kalt. Ja, also hier mit so einem Surfbrett durch die Gegend eiern, das kann ich auch. Komm, wir fragen mal an den Bademeister, ob er uns eins gibt. Ja, also entschuldigen Sie mal bitte, können Sie uns mal kurz helfen? Sisi, was kann ich hier tun für Sie? Also wir wollten fragen, ob wir uns mal Ihr Surfbrett hier leihen dürfen. Das ist ja nun ganz einfach, da ein bisschen surfen. Wir wollen mal unsere Frauen ein bisschen beeindrucken. Sisi, ihr können haben Surferboot, aber bitte vorsichtig. Keine Panik, wir bringen das schon wieder. Heil und unversehrt, versprochen. Okay, Lukas, guck mal hier, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, komm, Christian, gleich ins Wasser, das probieren wir gleich mal aus. Was ihr die beiden da machen mit die Surfboot, die niemals schaffen, ich denen beiden geliehen habe, damit ich habe ein bisschen Spaß. Ja, okay, Christian, dann fang mal an. Na, ihr beiden habt ihr auch schon mal gesurft? Ich hab's gestern versucht, bin kläglich gescheitert. Ach, surfen ist doch Kinder einfach, ich zeig euch das mal jetzt. So, Achtung, aufpassen. Das schaffen die doch niemals, oder, Clara? Nee, glaube ich auch nicht, aber es könnte echt witzig werden. Ja, wir könnten ja ein bisschen nach Krebsen tauchen. Das wollten wir doch schon die ganze Zeit machen. Ja, also bei dem Wind müssten bestimmt ein paar an Land kommen. Guck mal, wie hoch die Wellen heute sind. Ach, also mir ist es heute auch zu warm. Na, wenigstens ist ein bisschen Wind. Ein bisschen ist gut. Ich musste schon zweimal die Mütze von Emma neu festmachen, weil ich dachte, sie fliegt gleich weg. Was haltet ihr denn davon? Ich könnte ja den Kescher holen. Dann könnten wir bestimmt gut nach Krebsen cachen. Zum Glück hat Nils mir den Kescher geschenkt. Jetzt kann ich den richtig gut gebrauchen. So, schaut mal, ich bin da mit dem Kescher. Okay, aber wir quälen die Krebse nicht, oder? Wir tun sie auch nicht ans Land. Wir gucken uns die einfach nur an. Ja, natürlich. So, jetzt kommt. Ja, Christian, wenn du jetzt erstmal drauf sitzt, dann kannst du jetzt entweder paddeln oder du kannst auch versuchen aufzustehen. Ich zeig dir das mal, wie das jetzt geht. Na gut, Lukas, dann mach uns das mal bitte vor. Aua, mich hat ein Krebs gebissen. Aua, hier sind auf jeden Fall Krebse. Okay, Nele, ich als Krebsforscher gehe mal sofort tauchen. Ja, also hier vorne kannst du doch gar nicht tauchen, viel zu niedrig. Oh je, hast du dir doll wehgetan, Nele? Nö, gar nicht, hat nur ein bisschen gezwickt. Oh, das ist aber eine hohe Welle. Okay, ich gehe jetzt tauchen, ja? Ich guck mal, ob ich ein paar Krebse finde. Also ich sehe nirgendwo einen Krebs hier hinten. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter tauchen. Das machst du gut, Christian. Halt jetzt bloß die Balance. Ja, aber ist so windig. Das ist ganz schön schwer. Ach Mist, jetzt bin ich doch umgekippt. Das ist ganz schön schwer, Lukas. Das macht mir keinen Spaß. Och, Hannah, schaut mal hier. Ja, da, guck mal hier, Nele, da ist auch ein Krebs. Komm, wir sammeln jetzt welche ein. Also das Surfboard, das kann er wieder haben. Da habe ich echt keine Lust zu. Ja, also Meister, wir stellen das Surfboard hier unten wieder hin, ja? Das ist irgendwie nicht so unser Ding, haben wir es anders vorgestellt. Sisi, ich habe doch gesagt, nicht leicht zu surfen. Boah, Christian, bin ich jetzt fertig, das war ganz schön anstrengend. Ja, komm, wir legen uns mal eben einen Moment hin. Es ist gar nicht so einfach, so einen Krebs zu fangen. Nee, das hätte ich mir auch leichter vorgestellt, vor allen Dingen wegen dem Kescher. Ja, aber passt gut auf mich, dass ihr den Krebs noch wehtut, das will ich nicht. Nein, wir sind ganz vorsichtig, versprochen. Schaut mal, der geht fast schon freiwillig in den Kescher, den nehmen wir uns jetzt. Angelo, ich mache jetzt Feierabend, ja? Ist das okay für dich? Ist nichts los heute mehr. Ja, ja, geh du nach Hause. Eine schöne Feierabend. Schaut mal, der ist wirklich hübsch. Ja, finde ich auch. Und der ist so schön rot. Ja, wir müssen ihn aber gut mit Wasser abdecken, sonst wird er noch sterben. Ja, Hannah, mach dir keine Sorgen. Wir quälen ihn nicht. Versprochen. Alles gut. Wir lassen ihn doch gleich wieder frei. Wir wollen uns ihn nur mal ein bisschen näher angucken. Schaut mal seine großen Scheren an. Ah, endlich Feierabend. Das ist die schönste Zeit am Tag. Es ist irgendwie ganz schön windig heute. Ja.
So, dann will ich mal weiter tauchen. So, aber langsam wird der Wind jetzt echt stark, oder? Wollen wir nicht lieber gleich ins Hotel? Raffaela, jetzt komm mal bitte aus dem Wasser. Es ist viel zu windig. Nachher treibst du noch ab. Och Mann, wie schade. Ja, ich komm sofort. So, mein Kleiner, komm. Das ist viel zu windig. Und da hinten ist es auch ganz schön schwarz. Das sieht aus, als ob noch ein Gewitter aufzieht. Ah, so schöner Wind. Das ist toll. Jetzt kann ich richtig loslegen hier. Ah, die Wind sehr stark gewirrt. Ich glaube, ich gehe in Ausrufen. Dass alle kommen aus Wasser raus. Ah, da hinten eine kleine Blitz. Gut, denn ich habe schnell Feierabend. Test, test, liebe Gäste von die Barte, von die Meer meine ich, bitte verlassen Sie jetzt die Wasser. Sehr gefährlich, da hinten eine kleine Blitz und sehr viele Sturm. Ach Mann, wir wollten doch gerade schwimmen gehen. Ach, ich dachte, bei Winter sind Sie ganz vorne mit dabei. Ja, bei Wind schon, aber nicht bei Gewitter. Ja, und wenn der Bademeister sagt, man soll jetzt rauskommen, dann müssen wir auch raus, denn hat auch schon seinen Grund. Sicherheit geht immer vor. Ach, was sind das halt hohe Wellen? Das ist so anstrengend, dagegen anzuschwimmen. So, ich versuche das jetzt nochmal. Ich muss da wieder zum Strand kommen. Komm mal her, Christian. Wir fragen mal noch den Windsurfer, ob er noch ein paar Tipps hat für uns. Oh je, die Wellen werden immer schneller und höher. Ach, warum bin ich denn so weit weggeschwommen? Oh, ist ganz schön anstrengend. Ja, nun, sag mal, kannst du uns ein paar Tipps geben? Wir wollen auch ein bisschen surfen. Oh ja, ihr könnt ja morgen vorbeikommen, dann zeige ich euch ein paar Tricks. Oh, das wäre super. Oh, hör mal, da hat gerade der Blitz irgendwo eingeschlagen. Das hat richtig doll gedonnert. Huch, Clara, ich glaube, wir sollten mal langsam anfangen, die Kinder einzusammeln, damit wir noch schnell im Trockenen ins Hotel kommen. Ja, denke ich auch, so ein Gewitter auf dem Meer, das müssen wir nicht mitmachen. So, dann kommt mal. Mann, das kann doch nicht sein, dass ich den Weg jetzt nicht mehr zurückschaffe. Es sind so viele Wellen. Oh. Bitte Sie verlassen jetzt unsere Meerstrand hier. Ja, ist sehr wellig und gefährlich. So, Kinder, habt ihr gehört? Es ist jetzt langsam zu gefährlich. Wir wollen jetzt zum Hotel zurück. Ja, einen Moment noch. Wir wollen noch eben den Krebs wieder freilassen, damit er es auch wieder gut hat, oder? Ja, wir lassen ihn jetzt frei. Ja, sag mal, Kinder, wo ist Markus eigentlich? Er steht hier nur zu dritt. Wo ist Markus? Stimmt, jetzt wo du sagst, wo ist Markus eigentlich? Der wollte doch nach Krebsen tauchen. Wie bitte, der ist hier tauchen? Wo habt ihr ihn denn als letztes gesehen? Wo ist er denn? Mensch, die Wellen, die sind so hoch, das ist so gefährlich. Ja, also ich dachte, er ist hier vorne irgendwo. Er war auch die ganze Zeit hier vorne. Wo ist er denn jetzt hin? Habt ihr ihn gesehen? Nee, wir haben doch so auf den Krebs geachtet. Oh nein, wo ist er denn? Wir haben ihn wirklich nur ganz kurz nicht mehr gesehen. Also er muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist er ja auch auf Toilette. Ich sehe ihn hier auch nirgendwo. Markus! Markus! Oh je, ich bin hier. Hilfe! Ich komme nicht mehr zurück. Hilfe! Oh nein, meine Taucherbrille ist weg. Ich habe schon die Schwimmflossen verloren. Es ist so stürmisch. Hilfe, bitte helft mir. Clara, was ist los? Du bist total aufgeregt. Ja, schau mal da vorne, da ist Markus. Und er kommt da wohl nicht mehr raus. Wir müssen ihn sofort da hinten rausholen. So, alle aus dem Wasser. Ich mache ihn jetzt Feierabend. Endlich. Och Mann, meine schöne Taucherbrille. Oh, ich habe auch langsam keine Kraft mehr, um dagegen anzuschwimmen. Die Wellen sind einfach so stark. Ja, Clara, wir müssen sofort da hinschwimmen irgendwie. Ja, aber die Wellen sind so hoch. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, aber das wird echt schwer. Die Wellen sind wirklich sehr, sehr stark. So, komm schnell ins Wasser. Oh je, das ist alles meine Schuld. Warum habe ich denn nicht aufgepasst? Nee, Nele, das ist nicht deine Schuld. Deine Mama hat Markus extra gesagt, er darf nicht so weit rausschwimmen. Ja, aber trotzdem, was machen wir denn jetzt? Los, Christian, wir müssen schneller sein. Markus, halt gut durch. Deine Mama und dein Papa kommen jetzt. Halt bitte durch. Warum hilft ihm denn keiner? Komm, wir gehen ganz schnell zu dem Bademeister. Vielleicht kann der ja noch was machen. Der hat da so ein Boot. Ja, das ist eine super Idee. Komm, Nele, wir laufen schnell hin. Entschuldigen Sie bitte mal. Was sind das für Probleme? Ja, wo wollen Sie denn hin? Da hinten ertrinkt jemand. Ah, ich habe Feierabend. Da niemand ertrinkt. Habe ich gerade geguckt. Doch, mein Bruder ertrinkt da. Bitte, Sie müssen ihm helfen. Ihr mich doch veralbern, oder? Ich sehe nichts.
Doch, wirklich, mein Bruder ertrinkt da. Ja, bitte, Sie müssen ihm helfen, bitte. Ah, ich glaube, ihr meinen Ernst. Ich gucke schnell durch meine Glas für die Ferne, ja? Einen Moment. Christian, es ist so schwer, dagegen anzuschwimmen. Die Strömung ist so stark. Ja, Clara, wir müssen es weiter probieren. Wir können doch nicht unseren Sohn ertrinken lassen. Das schafft er niemals hier wieder zurück. Ich schwimme eben mit. Pass bitte gut hier auf, jetzt die Kinder auf, ja? Ja, Lukas, pass bitte du auch gut auf dich auf. Die Strömung ist sehr, sehr stark. Ja, ich weiß, wir holen Markus da schon irgendwie raus. Mach dir keine Sorgen. So, ich gucke durch meine Ferne, für Ferne, meine ich. Ach, du Schreck, da eine Junge tatsächlich mitten auf Meer. Oh, sehr gefährlich, das Strömung stark. Ich sofort muss ihn retten. Bitte, bitte, Sie müssen sich jetzt beeilen. Mein Bruder kann nicht so gut schwimmen. Ja, ich beeile mich und bringe deinen Bruder sicher zu die Lande. Einen Moment, bitte. Nee, nicht einen Moment. Bitte schnell. Du musst dich jetzt gut festhalten an diese Rettungsring. Ich ziehe dich zu Lande, ja? Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Ich bin nur müde. Ganz in Normale. Bitte jetzt gute festhalten, wir gleich da sind, ja? Ja, okay. Ich gebe mir Mühe. Diese Aktion ist sehr gefährlich von dir. Wenn du nicht gut schwimmen kannst, du darfst nicht so weit in die Meer. Ja, ich weiß, aber... ja, es war einfach so windig, das habe ich nicht bemerkt. Ah, Clara, schau mal, da kommen die. Komm schnell an den Strand. Ja, auf jeden Fall. Hoffentlich geht's ihm gut. Hurra, die haben Markus. Und ich glaube, er lebt auch. Guck mal, er bewegt sich. Markus, du Verrückter, du hast uns einen riesen Schreck angejagt. Mensch, Markus, du hast uns einen riesen Schreck angejagt. Du darfst doch nicht so weit rausschwimmen. Ja, ich weiß, aber die Strömung war so doll und der Wind war so stark, das habe ich nicht bedacht. Ach, du bist echt ein Verrückter. Hast du viel Wasser geschluckt? Nee, es geht. Ich hatte auch meine Taucherbrille noch die ganze Zeit auf. Da habe ich ganz doll aufgepasst. Ja, und habe immer durch den Schnorchel geatmet. Ich hole einen Krankenwagen oder nicht? Markus, meinst du brauchst einen Krankenwagen? Nö, ich glaube nicht. Mir geht's gut. Ich habe nur ein bisschen Wasser geschluckt. Ach, Markus, da bist du ja wieder. Gott sei Dank, ich habe mir so Sorgen gemacht. Ach, danke, Hannah, du bist so nett. Ja, wir waren extra bei dem Rettungsmann da, bei dem Baywatch-Mann. Und der hier, der hat dich gerettet, weil wir Bescheid gesagt haben. Der wollte gerade Feierabend machen. Du bist echt verrückt, Markus. Du kannst doch nicht so weit rausschwimmen. Ja, tut mir leid, Nele, ich wollte das nicht. Markus, bist du dir sicher, dass du keinen Krankenwagen brauchst? Nee, mir geht's ganz gut, aber ich würde jetzt gern was essen. Schwimmen ist so anstrengend. Hallo Kinder. Ach Mensch, das war aber jetzt aber ganz schön gefährlich. Schwimmt bitte niemals raus, wenn es doll stürmt oder ihr nicht ganz so sichere Schwimmer seid wie Markus. Nehmt denn lieber Schwimmflügel mit, das ist viel besser und sicherer. Ja, zum Glück haben wir dem Rettungsmann noch Bescheid gesagt. Wenn ihr das Video auch so spannend fandet, gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kommentiert das Video. Es würde uns sehr freuen. Wir wünschen noch einen wunderbaren Tag und hoffen, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Bis dann, tschüss.